die Bergpredigt. Die Rede von der wahren Gerechtigkeit. Vom Ehebruch. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines der Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Von der Ehescheidung. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Vers des Tages. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Matthäus, Kapitel 6, Vers 34. Introduction to the Sermon on the Mount. Adultery. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to stumble, judge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Divers. It has been said, anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce.
But I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, makes her the victim of adultery. And anyone marries a divorced woman commits adultery. First of the day. Therefore, don't worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Matthew 6:34.